Bruder Bernhard, der die Predigt hatte am 29. Mai, hat über das Wachstum eines in Christus glaubenden Menschen gesprochen. Er zitierte die Stelle in Epheser 4, Verse 15 und 16 unter anderem: Dagegen sollen wir uns an die Wahrheit halten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengefügt und durch Sehnen zusammengehalten und gestützt. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. Und so wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Und von dieser Kraft haben wir heute Morgen gehört. Wir haben Pfingstwochenende und dürfen einfach auch im Geiste Christi, einfach ihm zur Ehre, diese Gemeinschaft am heutigen Tag haben und Gottesdienst feiern. Im Zusammenhang mit dieser Wahrheit, die in diesem Vers 15 genannt ist, hat unser Bruder Josia am 24. April, das ist auch nicht so lange her, hat er dann auch gesprochen. Kennst du die Wahrheit? So hat er dann auch seine Predigt begonnen. Und in dem Vers 16 im Epheser geht es ja um diese Lehre des Leibes und der Glieder. Speziell um die Aufgabe, die jedes Glied des Leibes dank der Kraft, die ihm zugeteilt ist, erfüllen darf. Und über diese Stellung des Gläubigen in Christus hat Bruder Jürgen Hesse am 8. Mai gepredigt. Über diese Kraft, die der Gläubige erhält, hat auch David gesprochen in der Einleitung letzte Woche. Und ich hatte vor einigen Wochen eine Stelle in Petrus gelesen, die mich für die anstehende Predigt angesprochen hatte. Ein paar Tage später habe ich dann nach dieser Stelle gesucht und bin auf 1. Petrus 2 aufmerksam geworden und habe etwas gehadert, weil das war nicht die Stelle, die ich da gelesen hatte, und war mir unsicher, ob ich dran bin. Ich habe um Bestätigung gebeten im Gebet, und die Predigt vom Bruder Bernhard, die dann erst danach kam, und die Einleitung vom Bruder David, die haben dann einfach auch mir die Sicherheit gegeben, weil das Thema einfach auch sehr passend ist. Es ist ja das Wachstum gewesen zu Jesus hin und durch den Heiligen Geist bewirkt. Wie gesagt, wir haben Pfingsten. Und die durch Jesus angekündigte Kraft Gottes wurde uns gläubigen Menschen gegeben. In Apostelgeschichte 1,7 wird Jesus zitiert, und zwar als er von den Aposteln nach der Wiedererrichtung der Herrschaft Gottes in Israel gefragt wurde. Wir wissen ja alle, dass Jerusalem damals besetzt war und eine gewisse ein autonomes Handeln hatte über die religiösen Führer, da komme ich nachher noch zu sprechen. Aber sie waren ja besetzt und die Menschen haben sich gewünscht, dass ja Israel befreit wird und dass Gott wieder die Leitung und die Herrschaft über das Volk nimmt. Und Jesus antwortete: Ihr braucht die Zeiten und Fristen nicht zu kennen. Mein Vater allein hat sie in seiner Vollmacht festgelegt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das Empfangen des Heiligen Geistes wird als Entstehung der Gemeinde der Gläubigen verstanden und ist somit auch ein Fundament unserer Zusammenkunft bis zum heutigen Tag. Das Zeugnis der Propheten über die Entstehung der Gemeinde, insbesondere die Erweiterung des gottangehörigen Volkes auf die Heiden, wurde in unterschiedlicher Art und Weise im Alten Testament in der Bibel thematisiert. Und ich möchte heute auf den Eckstein und auf die lebendigen Steine eingehen. Und dazu habe ich heute euch folgenden Predigttext mitgebracht. Der steht in 1. Petrus 2, 1 bis 10. Ich lese aus der Basis-Bibel-Version, die mir in den letzten Monaten sehr ans Herz gewachsen ist. Die kann ich euch gerne dann auch empfehlen,
Das ist von der Deutschen Bibelgesellschaft eine Übersetzung, die auf den Grundtext eingegangen ist. Und wie ich dann in der Bibelstunde immer wieder auch feststellen darf, ist die dann sehr treffend, auch in den Aussagen, benutzt kurze Sätze und ist sehr leicht verständlich. Also die Auslegung finde ich bemerkenswert, auch gut gelungen. Ich lese: Hört also auf mit aller Bosheit und allem Betrug, mit Heuchelei, Neid und aller üblen Nachrede. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, so dass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. Und so werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift: Seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein oder Eckstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt. Aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt: Der Stein, der die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt, und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Das Thema ist Jesus Christus, der verworfene, lebendige Stein. Gläubige sind die ausgerichteten, lebendigen Steine. Die Theologie im Sinne der Lehre von Gott, des Petrus, wie die der anderen Apostel, setzt immer im Wort Gottes an, also das Gottesverständnis. Wir erinnern uns an die Aussagen von Bruder David von der letzten Woche zum Zeugnis der Zeugen Jesu. Was beinhaltet das Zeugnis, war die Fragestellung. Zum einen, was sagt das Wort Gottes und was ist die Wahrheit? Das Wort ist die Wahrheit. Was hat der Zeuge selbst erlebt und was bezeugt der Zeuge? In Apostelgeschichte 4, Verse 10 bis 12, gibt Petrus Zeugnis vor den Ratsältesten, den Schriftgelehrten und dem Hohepriester. Und zwar von Jesus Christus, von seiner Kreuzigung. Er erinnert die jüdischen Führer, dass sie Jesus gekreuzigt hatten. Und er bezeugt alsdann die Auferstehung Jesus und bestätigt, dass es die Kraft des Auferstandenen sei, die den Gelähmten geheilt hatte, zu lesen im Kapitel 3. Was war denn da passiert? Wir erinnern uns, Petrus und Johannes gingen zum Tempel. Die Bibel berichtet, dass es um circa 15 Uhr am Nachmittag war. Und da wurde zu der Zeit, wahrscheinlich weil ja viele zum Gebet gekommen sind, ein gelähmter Mann hineingetragen. Und der bettelte um eine Gabe an Petrus und Johannes. Und da gibt es dieses gewaltige Wort von Petrus, was ja dann gesprochen wurde: Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazoräer, steh auf und geh umher. Es wird berichtet, dass Petrus diesen Mann an die Hand nahm und daraufhin die Kraft
in seine Füße und in die Lenke kam. Und der Mann sprang auf, war auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er ging in den Tempel, sprang vor Freude und lobte Gott. Die Menschen im Tempel erkannten in diesem springenden und lobenden Mann diesen Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Und wir werden sehen, was diese Begebenheit und die Aussage von Petrus mit unserem Predigttext zu tun hat. Im Vers 10 heißt es: Nun, ihr alle und das ganze Volk Israel sollt es wissen. Er ist im Namen von Christus, von Jesus Christus, dem Nazoräer, geheilt worden. Den habt ihr gekreuzigt und den hat Gott von den Toten auferweckt. Durch seine Kraft steht dieser Mann hier gesund vor euch. Dieser Jesus ist der Stein, von dem die Heilige Schrift sagt: Ihr, die Bauleute, habt ihn verworfen und er ist zum Grundstein geworden. Kein anderer kann Rettung bringen und Gott hat uns auch keinen anderen Namen unter dem Himmel bekannt gemacht, durch den wir die Rettung finden. Ja, wer waren diese Herren, zu denen Petrus sprach? Die Ratsälteste waren die verantwortlichen Geistlichen in der Zeit. Sie regelten richterlich die Angelegenheiten der Juden. Die römischen Herren, die Besetzer und Besatzer, also die Besatzer, konnten die zwischenmenschlichen Dinge der Juden gar nicht beurteilen, sodass die Ratsältesten diese Aufgabe dann hatten. Das ganze Leben der Juden in der Zeit war geprägt von der Erfüllung der Gebote aus dem Alten Testament, von Kampf um die gerechte Stellung, von Opferdienst und Sühnung der Sünden. Und der hohe Priester war der geistliche Oberhaupt. Er durfte als einziger in das Allerheiligste des Tempels gehen, und zwar nur einmal im Jahr am Yom Kippur-Fest, dem Sühneopferfest. Er opferte Räucherwerk und besprengte die goldene Platte mit dem Blut des Opferlammes. Der Dienst existierte bis zur Zerstörung des Tempels in Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Und auf diesen Dienst und auf diesen Tempel möchte ich Bezug nehmen später, und zwar im Hebräerbrief im Kapitel 9, doch erstmal der Reihe nach. Also, wer waren diese Bauleute, über die gesprochen wurde, über die Petrus sprach? Die Bauleute und der Eckstein haben eine sehr starke prophetische Bedeutung in der Bibel. Das Wort gibt uns Aufschluss. Und zwar, der Prophet Jesaja hat eine Botschaft für die Bauleute gehabt. War es dieselbe Menschengruppe als zu Petrus Zeiten? Und dazu müssen wir 700 Jahre zurückgehen und Jesaja, einem der großen Propheten, zuhören. In Jesaja 8, Vers 13 und 14 lesen wir: Der Herr Zebaoth ist es, den ihr heilig nennen sollt. Ihn sollt ihr fürchten und vor ihm erschrecken. Er zeigt den beiden Reichen Israels seine Heiligkeit. Er wird zu einem Stein, an dem sie sich stoßen, einem Felsen, über den sie stolpern, und er wird zu einem Netz und einer Schlinge für die Bewohner Jerusalems. Wir wissen ja, dass in dieser Zeit das Reich getrennt war zwischen Israel und Juda. Das passierte ja dann nach der Königsherrschaft von David und Salomo. Und es gab in dieser Zeit sehr viel Verfall in dem Land. Und das wurde von Jesaja auch thematisiert. Also, welchen Kontext hatten diese Verse? Im ersten Kapitel des Buches in Jesaja beklagt Gott in einer eindrucksvollen Weise die Schuld seines Volkes, dieser Abfall. Im Kapitel 2 wird berichtet, dass Wahrsagerei an der Tagesordnung war. Im Vers 6 beispielsweise: Das Volk hatte sich von Gott abgewendet und Götzendienst zugelassen. Sie haben sich zudem lediglich auf andere Menschen verlassen, haben nicht mal auf Gottes Wort gehört. Und wer hatte die Verantwortung für das alles? Im Kapitel 3
spricht Jesaja für diese Helden und Kämpfer und Richter und Propheten und Wahrsager und Älteste und Befehlshaber, Würdenträger, Berater und Weise, Zauberkünstler, Beschwörer. Und über diese spricht Gott ein Urteil. Er sagt einfach, sie gibt es nicht mehr. Er spricht in der Gegenwart bezogen auf die Zukunft, sie gibt es nicht mehr. Ich mache, sagt er dann, Jugendliche zu den Beamten des Volkes. Und Halbstarke, also das heißt Teenager, werden über sie herrschen. Warum? Weil er dann Gericht ausüben wollte, weil er gesehen hat, die Obrigkeit, sowohl die religiöse als auch die politische, jegliche Menschen, die in Führungspositionen und in Verantwortung standen, haben sich dem Götzendienst und der Wahrsagerei einfach hingegeben. Die Anklage lesen wir im Jesaja 3, Vers 13. Der Herr hat sich erhoben, um Gericht zu halten. Er steht da, um seinem Volk Recht zu verschaffen. Der Herr erhebt Anklage gegen die Ältesten und Beamten seines Volkes. Ihr habt meinen Weinberg kahl gefressen. Eure Häuser sind voll von dem, was ihr den Armen gestohlen habt. Warum trampelt ihr auf meinem Volk herum und tretet den Armen ins Gesicht? Und so lautet der Ausspruch Gottes des Herrn Zebaoth. Also Götzendienst und Korruption. Das Gericht kam 722, also circa 20 Jahre später, durch die Eroberung des Nordreichs durch die Assyrier. Das Gericht traf Juda, also das Südreich, 587 vor Christus. Und zwar durch Nebukadnezar, als die Babylonier dann Jerusalem eroberten. Also wie wichtig ist es, dass die Verantwortlichen in einer Gesellschaft ethisch und moralisch sich an Gottes Ordnungen halten. Paulus ermahnt im ersten Brief an Timotheus, im Kapitel 2, Vers 2, ermahnt er uns an, als Gläubige, dass wir beten sollen, auch für die Könige und für alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, heißt es, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Es gibt eine zweite Stelle in Jesaja, die sich dann auch mit unserem Text beschäftigt, also mit dem Grundstein, und die steht in Jesaja 28. Ich lese ab Vers 15, ihr sagt, wir haben uns mit dem Tod verbündet und mit dem Totenreich einen Vertrag geschlossen. Wenn das Unheil hereinbricht, wie eine alles überschwemmende Flut, kann es uns nichts anhaben. Ihr habt Zuflucht bei der Lüge gesucht und euch auf trügerische Sicherheiten verlassen. Und darum spricht Gott der Herr, seht, ich lege auf dem Berg Zion einen Grundstein. Er ist ein besonders wertvoller Eckstein, der felsenfest ins Fundament eingemauert wird. Und wer so fest vertraut, lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Meine Messschnur ist das Recht und meine Waage die Gerechtigkeit. Diese zweite Stelle in der Schrift gibt uns, deswegen habe ich sie auch hier nebeneinander dann gelegt, gibt es weitere Informationen zu dem Grundstein. Zum einen wird genau spezifiziert, wo dieser Eckstein gelegt ist, nämlich auf dem Berg Zion in Jerusalem. Aus der Jesaja 8 Stelle kann man höchstens aus dem Kontext erkennen, dass dieser Stein in Jerusalem steht, weil die Bewohner über ihn stolpern werden. Ja, dieser Stein stellt außerdem ein Netz und eine Schlinge dar, also ein Fallstrick. Es wird über die Menschen, die kein Vertrauen auf den Eckstein haben, berichtet, nämlich, dass sie dem Tod geweiht sind. Dies lässt sich aus der Verbindung des Verses 16 und des Verses 15 schlussfolgern. Die Worte, wir haben uns mit dem Tod verbündet und mit dem Totenreich einen Vertrag geschlossen, können eigentlich nicht treffender den Zustand eines Menschen beschreiben, der diesen Eckstein verwirft. Und wie geschieht dieses Verwerfen? Gibt uns der Text Aufschluss. Wie wird dieser Stein verworfen? Im Vers 16 lesen wir durch Fällen des Vertrauens.
Ich persönlich sehe das Vertrauen als Glaube, denn die Definition des Glaubens, die wir in Hebräer 11, 1 kennen, sagt, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Ich wiederhole, der Glaube ist ein Festhalten an dem, worauf man hofft, und ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Dieses Überzeugtsein ist für mich Vertrauen. Also ich bin davon überzeugt, dass Gott meine Sünden vergibt und mich als Teil seines Volkes aufnimmt. Das ist das Grundvertrauen in diesen Eckstein. Wir lesen im Vers 17, dass dieses Vertrauen auf den Eckstein auch einen Einfluss hat auf den Vertrauenden in seiner Stellung gegenüber Gott, nämlich als gerechter oder ungerechter Mensch. Und somit, ob er dem Totenreich angehört oder nicht angehört. Das heißt, seine Stellung wird durch das Schauen auf den Eckstein und auf das Vertrauen, was er dann in diesen Eckstein legen kann, einfach auch definiert. Es gibt noch eine Stelle im Alten Bund, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und die brauchen wir auch, weil wir werden nachher auch zu Petrus zurückgehen und zu Jesus zurückgehen. Und die Stelle steht im Psalm 118, 22. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich darf hindurchgehen und dem Herrn danken. Dieses ist das Tor, das zum Herrn führt. Nur die Gerechten gehen hindurch. Ich will dir danken, dass du mir Antwort gabst. Du bist für mich zum Retter geworden. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Grundstein geworden. Vom Herrn wurde dies bewirkt. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns jubeln und freuen über ihn. Ach Herr, bring doch die Rettung. Ach Herr, bring alles zum guten Ende. Der Psalm ist ebenso prophetisch. Der Vers 9 weist darauf hin, dass wir Eintritt in eine Stellung haben, in eine Neustellung, in eine Stellung des Gerechten. Bildlich durch das Tor, das zum Herrn führt. Nur die Gerechten gehen dahin, hindurch. Gott wird für diesen, für diesen Zustand, dass man durch dieses Tor gehen kann, als Gerechter wird er gedankt. Der wird da schon gedankt. Und was beinhaltet diese Antwort? Es ist die Antwort auf die Frage, wie ich von meiner Schuld gerettet werden kann. Klar ist, dass die Bauleute, die im Vers 22 genannt wird, den Eckstein verworfen haben und dass sie einen Vertrag mit dem Totenreich geschlossen haben. Wo stehe ich? Wo stehe ich persönlich als Mensch, wenn ich dann auf diesen Eckstein schaue und auf, einfach auf seine Bedeutung? Also ich bin immer noch in der Stellung und versuche mich hineinzuversetzen in die Menschen, die diese Stellen kannten von Jesaja und aus dem Psalmen. Ich erkenne, Gott hat einen Rettungsplan und ich erkenne, dass Gott selbst der Retter ist und dass dieser Plan mit einem Stein umgesetzt wird und dass dieser Stein aber auch verworfen wurde von Bauleuten, von verantwortlichen Leuten. Gott macht diesen Grundstein zur Grundlage seines Werkes. Und ich lese auch, dass es ein Wunder ist in den Augen der Menschen. Ja, warum ein Wunder? Warum ist es ein Wunder? Der Vers 24 gibt uns diese Information. Er ist ein sehr wichtiger Vers in dem Kontext. Und zwar ist es die Grundlage für dieses wunderschöne Lied auch: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat, lass uns jubeln und fröhlich sein. Und zwar ist es eine prophetische Aussage auf einen besonderen Tag. Und zwar an den Tag, an dem die Grundlage gelegt wird, dass ich glauben darf an diesen Eckstein und dadurch eine Stellung als Gerechter dann bekommen darf. Und für die Menschen, die dann
Opfer bringen mussten, die dann im Gesetz gelebt haben, war es selbstverständlich auch ein Wunder in deren Augen. Oder sollte ein Wunder dann werden, dass sie durch Glauben an diesen Eckstein auch die Rettung empfangen dürfen. Das heißt, der jüdische Bibelkenner, der muss sich vielfach die Frage gestellt haben, wer ist dieser Eckstein? Auf dieses Gerechtigkeit und Freude bringende Wunder an einem Tag wird Bezug genommen. Im Wort. Jetzt können wir mit diesen Informationen zurückgehen nach Jerusalem zur Zeit Jesu. Und Jesus selbst, der hat in Jerusalem Wunder getan. Und die damaligen geistlichen Führer der Juden und auch Teil des Volkes wunderten sich und ärgerten sich über seine Wunder und über die Lehre. Und was hat Jesus selbst in der Zeit über den Eckstein gelehrt? Weil er hat ja auch sehr, sehr viele Worte aus dem alten Bund einfach übernommen in seine Lehre. Hat er vielleicht auch selbst was gesagt über den Eckstein? Ja, das hat er. Und zwar stehen seine Worte in drei Evangelien. In Matthäus 21, in Markus 12 und in Lukas 20. Da wird uns berichtet, ich lese dann einfach aus Matthäus 21, was da genau passiert war. Da sagte Jesus zu ihnen, nämlich auch zu diesen geistlichen Führern der damaligen Zeit: Ihr kennt doch die Stelle in der Heiligen Schrift, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Der Herr hat ihn dazu gemacht und es ist ein Wunder in unseren Augen. Deshalb sage ich euch, Gott wird euch das Reich Gottes wegnehmen. Er wird es einem Volk geben, das Früchte hervorbringt, die dem Reich Gottes entsprechen. Und wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschmettert und auf wen dieser Stein fällt, wird zerdrückt. Und im Vers 45 heißt es, die führenden Priester und die Pharisäer hörten sich die beiden Gleichnisse an und verstanden, dass Jesus von ihnen sprach. Also wir erkennen, Jesus zitiert den Psalm 118, den wir vorhin gelesen haben. Davor hat er ihnen ein für ihre und wie ich finde auch für unsere Ohren ein sehr hartes Gleichnis erzählt. Zu lesen ist dieses im gleichen Kapitel, Matthäus 21 ab Vers 23. Und zwar, ich erzähle das kurz, es ging um den Grundbesitzer eines Weinberges, der dann Pächter eingesetzt hatte. Und als dann die Ernte vorbei war, hat er ja dann seine Knechte hingeschickt, damit sie den Teil, der ihm zusteht, von der Ernte abholen. Und diese Pächter, die die Verantwortung hatten für die Weinberge, die haben dann die Knechte verprügelt und einen totgeschlagen. Und die besondere Härte liegt ja darin, dass ja dann der Grundbesitzer seinen Sohn geschickt hat. In der Annahme, dass sie den Sohn respektieren würden. Und den Sohn haben sie dann kaltblütig auch ermordet. Und es heißt ja, dass die Schriftgelehrten und die Priester, also die Bauleute, die damals also die Verantwortung hatten über das Volk der Juden, die haben verstanden, dass Jesus von ihnen spricht. Es geht nicht eindeutig hervor aus den Texten, ob sie ebenso verstanden haben, dass Jesus selbst der Eckstein ist. Ich vermute schon, denn sie haben ja ebenso verstanden, dass sie durch ihre Tat, also unmittelbar, wie sie reagieren würden, entweder Jesus annehmen oder verwerfen würden. Und genau das steht ja im Text. Und sie haben dann ihn verworfen und wenn sie erkannt haben, sie reden über sich und dann ihn auch noch verwerfen, Jesus, dann müssen sie auch verstanden haben, genau das passiert jetzt. Sie verwerfen den Menschensohn, der von den Propheten in Jesaja 8 und 28 und im Psalm 118 angekündigt wurde.
Die Verantwortung für das Reich Gottes, das ist eine sehr bemerkenswerte Aussage und sagt dann aus, wie wichtig diese Stellung dieser Menschen auch war. Die Verantwortung für das Reich Gottes wird den geistlichen Führern weggenommen und einem anderen Volk gegeben. Es steht nicht anderen Führern eines anderen Volkes in dem Text, sondern es steht jedoch, dass dieses andere Volk Früchte bringen wird, die dem Reich Gottes entsprechen, also nach dem Willen Gottes sind. Und über diese Früchte haben wir heute ja in Galater 5 gehört. Eigentlich eine sehr schöne Überleitung auch zu den Früchten des Heiligen Geistes in Galater 5. Die trennende oder scheinende Funktion dieses Ecksteines wird hier auch bestätigt. Besonders hervorzuheben ist die Aussage, dass dieses neue wunderbare Volk offenbar keine solche Führer hat, jedenfalls nicht wie das Volk, dem das Reich Gottes weggenommen worden ist. Mir ist außerdem aufgefallen, dass Petrus in seinen beiden Briefen diese an die Gläubigen richtet, also an uns richtet, an die einzelnen Gläubigen und nicht an die geistlichen Verantwortlichen, sondern er spricht an alle, die durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus den Glauben empfangen haben und den gleichen wertvollen Glauben wie wir, die Apostel. Ja, aus einem Brief von Paulus sehen wir schon, dass die Apostel in Bezug auf die Lehre eine besondere Stellung hatten. Und er sieht sich interessanterweise auch im Brief an die Korinther auch als Bauleiter. Und zwar, als er dann gesagt hat, ich sehe und der andere wird dann ernten oder andersrum. Und da sieht man dann schon, dass die Apostel, nur nebenbei bemerkt, eine besonderen Lehrauftrag dann hatten. Aber ansonsten ist das schon ein Prinzip, und zwar, dass der Gläubige, der auf den Eckstein schaut, die Gerechtigkeit selbst empfängt und Jesus selber, das werden wir nachher sehen, als den Eckstein, der Grundstein ist, und zwar für das Ausrichten eines Gebäudes. Da komme ich gleich zu sprechen drauf. Also, wir wissen, warum das so ist, dass dann die Steine, also die Gläubigen direkt angesprochen werden. Es ist Gott selbst, der sein Reich baut. Er führt selbst das Leben der Gläubigen. Hierarchien von Menschen mit mehreren Ebenen von Machtbefugnissen, komplizierten strukturellen und organisatorischen Abläufe, wie wir sie beispielsweise in großen kirchlichen Institutionen und über Jahrhunderte sehen, die wir auch heute teilweise im evangelikalen Bereich dann sehen, passen eigentlich zu diesen Bildern und zu den Erläuterungen dieses Volkes, dieses wundersame Volk, nicht dazu. Das ist meine persönliche Meinung. Jesus spricht über die Früchte, die dem Reich Gottes entsprechen, in Matthäus 21. Und diese Früchte bewirkt der Heilige Geist, die in dem Brief der Apostel Paulus an die Galater, das haben wir heute schon gehört Kapitel 5. Also, ich gehe jetzt zu der Stelle in Petrus zurück und versuche einfach auch, das alles, was wir jetzt aufgenommen und gehört haben, an unserem Text auch wiederzuerkennen. Ich hoffe, es gelingt euch auch, jetzt plötzlich diese Verse ganz anders sprechen zu lassen. Der lebendige Stein ist Jesus Christus. Und zu ihm dürfen die Menschen kommen und an ihn glauben. Manche werden es tun und manche werden seine Botschaft der Errettung vom ewigen Tod ablehnen. Für mich ist der Vers 5 vielleicht der wichtigste in dem ganzen Kontext. Er gibt nämlich Aufschluss über dieses Volk. Die Menschen, die an den Eckstein glauben, sind selbst lebendige Steine. Keine toten Steine. Sie werden ausgerichtet und dürfen Bestandteil des geistlichen Gebäudes sein, welches Gott als Erbauer baut. Für die Zuhörer ist es klar gewesen, dass mit diesem Bild der Tempel gemeint wird. Und der Tempel war der zentrale Ort der Anbetung Gottes. Er prägte das tägliche Leben und war für die Gläubigen unter den Juden das wichtigste Gebäude überhaupt.
Auch für die ersten Christen war der Tempel der Ort, an dem sie Jesus bezeugt haben. Aber dieser geistliche Tempel besteht aus Menschen, die an den ausgerichteten Eckstein glauben. Und dieser Tempel ist die Gemeinde, das große Volk der Gläubigen oder, wie wir in den einleitenden Worten aus Epheser gehört haben, der Leib Christi. Dieser Vers sagt uns auch, dass wir, die an Jesus Christus glaubenden Menschen, Zugang zum Vater haben. Wie der hohe Priester, von dem ich berichtet habe. Zum Zeitpunkt des Todes Christi riss der Vorhang des Tempels und gab den Weg frei zu Gott. Und die Evangelien, auch Matthäus, Markus und Lukas berichten über diesen Riss des Vorhangs am Tempel. Und die Verse 7 bis 9, die sind an für sich schon eine Predigt, für sich alleine. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkünden. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Diejenigen, die nicht glauben, sind durch ihren Unwillen zum Glauben dazu bestimmt, dass sie nicht zum lebendigen Tempel Gottes gehören. Das meint ja dann auch dieser etwas schwierige Vers 8. Doch genau dazu sind sie bestimmt. So ist das gemeint. Das heißt, durch den Unwillen zum Annehmen des Ecksteines sind sie dazu bestimmt, nicht dazu zu gehören. Heute ist der Tag der Entscheidung. Wie hast du dich für dein Leben entschieden? Wie entscheidest du dich, wenn du heute unschlüssig bist? Möchtest du zur königlichen Priesterschaft gehören und Zugang zum Vater haben? Ja, was bedeutet das, Priester zu werden? In Hebräer 9 hat Jesus durch seinen Opfertod und durch sein Blut ein einmaliges Opfer gebracht, welches ein für allemal das in das Heiligtum eintreten lässt und eine ewige Erlösung bewirkt. Dieser Zutritt zu Gott durch den Glauben an Christus, den hohen Priester, erlaubt diese Stellung eines weiteren Priesters. Das meint Petrus. Durch die Trennung und Aussonderung der Menschen, die den Eckstein verwerfen, werden wir als heiliges Volk angesehen. Wir werden zudem als lebendige Steine des Tempels, in dem Gott wohnt. Ich zitiere aus dieser Stelle in 1. Korinther 3 von Paulus: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und Gottes Geist darin wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten. Denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Bist du Teil dieses Tempels? Ich möchte die Predigt enden mit einem Text aus einem sehr, sehr schönen Lied, der mir so in der Vorbereitung in den Sinn kam. Den haben wir, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr gesungen. Vielleicht auf der Gemeindefreizeit haben wir Gelegenheit dazu. Auf jeden Fall erklingt das Lied in meinen Ohren dann auch im Zusammenhang mit unserer Zusammenkunft als Gemeinde in der Gemeindefreizeit. Und ich möchte auch darauf hinweisen, wie gut es ist, wenn wir die Texte auch am Wort des Gott prüfen, ob sie wirklich das wiedergeben, was uns die Schrift lehrt. Jesus will uns bauen zu einem Tempel. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Gemeinde, die Säule und der Wahrheit Grund. Wie Edelsteine schön geformt und aus seiner Gnade durch das Wort, wenn wir uns lieben und vertrauen, Halleluja. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Dann wächst der Tempel mehr und mehr. Amen.